Die zweite Folge von The Ones Who Live ist ja kürzlich erschienen und zwar genauer gesagt gestern zum Zeitpunkt der Aufnahme für mich vor ein paar Minuten. Ich habe sie mir angeguckt und sitze mich direkt hier hin und laber mal meine Meinung dazu in diese Kamera. Wenn ihr euch interessiert, worum es in dieser Folge ging bzw. was meine Meinung zu diesen ganzen Themen in der Folge war oder ist, dann bleibt gerne dran und damit heiße ich euch direkt herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Bevor wir direkt reinstarten, möchte ich hier eine dicke, fette Spoilerwarnung abgeben. In diesem Video wird einiges, wenn nicht sogar fast alles, gespoilert, was wir in dieser Folge sehen. Heißt, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt und die Folge noch nicht gesehen habt, guckt euch das Video nicht an, speichert es euch gerne ab und schaut es danach an. Wenn euch egal ist, ob ihr gespoilert werdet, viel Spaß bei diesem Video auf jeden Fall. Aber eine Sache muss ich noch ansprechen und zwar in meinem ersten Video zu der ersten Folge von The Ones Who Live habe ich ja mehr oder weniger ein bisschen kritisch über diese Folge geredet. Und das ist dem einen oder anderen mehr oder weniger sauer aufgestoßen, nenne ich es mal. Viele Kommentare waren sehr, sehr negativ oder zumindest sehr, sehr auch sehr kritisch und haben gesagt, hier, das macht alles gar keinen Sinn, was du so sagst. So von wegen, ja, viel zu schnelles Pacing und jetzt ist es zu langsam, sonst ist alles immer zu langsam, jetzt ist es zu schnell, bla bla bla. Ich habe fast allen diesen Kommentarschreibern geantwortet und einige haben auch wirklich verstanden, worauf ich wirklich hinaus wollte und haben es auch gar nicht so böse gesehen, wie ich es vielleicht dargestellt habe. Deswegen möchte ich jetzt hier nochmal sagen und auch mehr oder weniger klarstellen, die erste Folge war hammergeil. Keine Frage, das war seit 5 Jahren nochmal was Neues, was Frisches, was Gutes in The Walking Dead. Wenn man sich Daryl Dixon, das Finale von 4 und Dead City anguckt, war das hier quasi grandios, keine Frage. Nichtsdestotrotz habe ich einen ganz kleinen Bestandteil nur kritisiert und das ist das, was ich halt allgemein an der Serie so schade finde. Es sind nur 6 Folgen und in den 6 Folgen müssen sie viel reinquetschen. Das ist ja nichts Schlechtes, nur ich finde es halt schade. Vielleicht habe ich es ein bisschen zu hatermäßig rübergebracht, aber wie gesagt, die Folge war gut, keine Frage. Um Gottes Willen, fernab von schlecht. Wie gesagt, 2, 3 Punkte, die mich ein bisschen aufgeregt haben, oder was ich nicht aufgeregt haben, aber die ich ein bisschen schade fand. Nichtsdestotrotz hoffe ich, ihr versteht, was ich meine. Dafür ist das Ganze hier auch da. Wir wollen ja auch gegenseitig Meinungen austauschen und auch kritisch zueinander sein. Ist ja auch nichts Schlechtes, solange man dabei nicht beleidigend ist, wie manchmal auch 2, 3 Personen sind, aber darüber sehe ich auf jeden Fall hinweg. Denn der Großteil von euch hat dieses Video gut gefeiert und deswegen hier der 2. Teil. Und zwar starte ich jetzt endlich mal direkt rein. Wie ich schon im letzten Video angekündigt habe oder predicted habe, mehr oder weniger, was natürlich sehr, sehr offensichtlich war, bekommen wir hier die gleiche Folge mehr oder weniger nur aus Michonne's Sicht. Michonne's Sicht startet 4 Jahre nach der Brückenexplosion. Wir bekommen hier und da ein paar Flashbacks zu sehen und wir sehen Michonne bei diesen, ich nenne es mal Wanderern, ich weiß gar nicht, was sie genau für einen Namen haben, vielleicht habe ich ihn überhört, die sind halt unterwegs mit ihren Wagen, mit Pferden und wandern immer. Und das ist an für sich direkt mal eine geile Sache, weil du bist so nie Gefahr, also du läufst nie Gefahr direkt angreifbar zu sein an einem Punkt. Finde ich ganz cool. Und was soll ich sagen? Michonne ist so badass, so cool und ich habe das leichte Gefühl, dass ihr Charakter hier in der ersten Folge wesentlich besser, wesentlich authentischer und einfach cooler geschrieben, gestaltet, gespielt wurde als am Ende von ihrer Zeit bei The Walking Dead. Ich fand Michonne ganz am Anfang ziemlich kacke von The Walking Dead, dann mittendrin fand ich sie sehr cool und gegen Ende hat sie wieder ein bisschen nachgelassen, was aber hier wieder ein bisschen aufgewirbelt wird. Man muss sagen, sie ist einfach krass badass. Eine Sache, die mir direkt aufgefallen ist, die ist mir schon in der ersten Folge aufgefallen und es fällt mir allgemein momentan im Bereich von The Walking Dead auf. Ich finde es geil, dass langsam aber sicher weitere Bezeichnungen für die Walker kommen. Das CRM hat ja eine gewisse Bezeichnung. Ich weiß gerade nicht mehr, was es war. Es ist eher eine taktische Bezeichnung als ein cooler Spitzname. Wir kennen Beißer, wir kennen Matschfressen, wir kennen alle möglichen Namen. Hier in der Folge wird uns das Wort Heuler vorgestellt, was ich ziemlich cool finde. Allgemein finde ich es super geil, dass immer mehr neue Namen für die Walker halt da sind, weil halt jeder die anders nennt. Rick sagt auch am Ende der Episode, nennen sie nicht Beißer. Ich habe sie Beißer genannt. Nennen sie irgendwas anderes. Bedeutet, dieses Wort Beißer ist wirklich im Prinzip nur in diesem kleinen Rahmen von Ricks Gruppe, halt ne, Daryl, Maggie und alle weiteren drumherum, ist eine Sache in deren Gruppe. Das ist gar nicht so allgemein verbreitet. Das ist einfach nur ein Ding, was die so sagen. Dann kommen wir zu einem meiner quasi schon fast Lieblingscharakter dieser Folge und das ist der gute Ned. Ja, was soll ich sagen? Der Typ ist cool. Der ist lustig as fuck. Er ist ein so guter und perfekt geschriebener, vor allem für die Apokalypse perfekt geschriebener Comic Relief. Es ist super cool. Ich muss sagen, die ersten Bilder, die wir von ihm gesehen haben im Trailer und auch wie er, also sein größter Text war ja, was auf dem Handy in Japanisch steht und er übersetzt ist. Da wirkte er, finde ich, so ein bisschen Stock im Arsch mäßig. Da hatte ich das Gefühl, oh nein, das ist so ein, ja, Glaube, Hoffe und. Und hier merkt man einfach, er ist ein fucking lustiger Dude. Er ist ein richtiges Arschloch, sage ich mal. Er sagt direkt seine Meinung gerade raus. Er ist super cool. Er ist mega witzig. Ich feiere ihn. Deswegen ist wirklich einer der Schockmomente oder der Schockmoment in der ganzen Folge war und das ist jetzt dicker Spoiler-Alert, naja, als er dann am Ende stirbt.
Ja, das fand ich nicht so geil. Naja, aber da komme ich gleich noch drauf zu, was das mit seinem Tod so zu tun hat und wie interessant das eigentlich geschrieben ist. Dann fand ich eine Sache auch mega cool gemacht. Und zwar gibt dieser liebe Ned Michonne ein Tagebuch. Er sagt, hier, dein Funkgerät wird hier keinen erreichen, also in Andeutung auf Judith. Es wird niemand erreicht, aber hier, du kannst trotzdem mit ihr reden, mit ihr schreiben, mit ihr kommunizieren. Schreib es in das Tagebuch und gib es ihr, wenn du sie wieder siehst. Genau das Gleiche hat Rick gemacht. Ich weiß nicht, ob das... Es wird natürlich, logischerweise, es ist extra so inszeniert. Aber was ich so interessant fand, Rick hat es mehr oder weniger von alleine gemacht. Er hat einfach angefangen zu schreiben und gesagt, hier, ich gebe das. Michonne hätte es nicht alleine gemacht, sie hat es von Ned gegeben bekommen. Er hat gesagt, hier, schreib deine Sachen auf, dann kannst du ihr das nachher geben und dann war es, ist es wie, als würdest du ihr es erzählen. Und vor allem ist es ja in dem Fall für Rick und Michonne wichtig gewesen, um sich den Ballast von der Seele zu schreiben. Allgemein, kurz um das Thema mit der Wanderertruppe abzuschließen, auch mit den wie hieß die nochmal? Scream-Stäben, irgendwie sowas. Diese Pfeile, die fliegen und ein lautes Geräusch machen und dann explodieren. Das ist so eine coole Waffe und die ist so cool aufgebaut. Es ist mega cool. Eine Sache, die ich so ein bisschen scheiße fand, diese riesige Horde. Allgemein, die Zombies verhalten sich am Ende von The Walking Dead auch immer komischer, finde ich. Diese riesige Horde wird komplett abgelenkt von diesem Schreiding. Und auch nachher, wenn da diese zwei Feuer in die Luft gehen, die werden komplett darauf fokussiert. Keine 200 Meter vor denen steht Frischfleisch und die gehen zu den Explosionen. Ich weiß nicht, vielleicht hat das was mit dem Verfall der Zombies zu tun, dass ihre Sicht oder ihr Geruch vielleicht mehr schlecht wird und sie nur noch das Geräusch hauptsächlich wahrnehmen. Aber an für sich muss ich sagen, das fand ich ein bisschen weird. Und die ganze Szene sah ein bisschen komisch aus, wie Moses spaltet das Wasser. Das war so eine Sache, wo ich dachte, bisschen abgespaced, aber komm, geben wir denen. Auf jeden Fall, das ganze Design von dieser Gruppe finde ich cool. Dann setzen sie sich zusammen, setzen sich ein paar ab und sie gehen halt alleine weiter und wollen halt zu Rick und ihn finden. Dann machen sie einen Zwischenstopp in einer Stadt mehr oder weniger, weil da irgendwas im Weg liegt potenziell. Und auf einmal sehen wir, perfekte Anspielung und perfekter Throwback zur ersten Folge oder einer der ersten Folgen von The Walking Dead, den Helikopter, der sich in der Fensterscheibe spiegelt. Genau das, was Rick auch gesehen hat in Staffel 1 von The Walking Dead. Auf jeden Fall, der CRM-Helikopter fliegt rum, dreht sich und fliegt über die weg und wirft dabei die Gasgranaten, die wir auch aus dem Trailer sehen. Und ich dachte mir beim Gucken des Trailers, ja, ist halt, keine Ahnung, Stinkbomben, irgendein Gas, was halt Kacke ist. Aber das ist jetzt nicht so ein Problem. Ja, Arsch geleckt. Und ganz ehrlich, das ist der Punkt, wo ich weiterhin frage, was geht beim CRM falsch? Es war einfach fucking Chlorgas. Das Zeug verätzt deine Lungen und Atemwege und du brauchst mehrere Monate, um davon wieder geheilt mehr oder weniger zu werden, falls du es überhaupt schaffst, weil viele unserer Hauptcharaktere aus dieser Folge sind da dran halt, krepiert. Natürlich, Michonne hat überlebt und auch Ned hat überlebt, aber what the fuck? Dass das CRM Leute umbringt, ist ja die eine Sache. Aber auf was für eine brutale Art und Weise die das machen? Ich weiß nicht, was... Ich bin nach wie vor sehr, sehr fragwürdig, was das CRM angeht. Ich bin sehr gespannt, wie das aufgelöst wird und wie das erklärt wird, warum sie so brutale Sachen random Personen antun. Ich bin gespannt. Kommen wir jetzt zu dem Punkt, den ich zum Beispiel hier in dieser Folge wesentlich natürlicher geschrieben fand. Und zwar ist das die Zeit, die vergeht. Wir starten ja 4 Jahre nach der Brückenexplosion. Michonne lernt die Gruppe kennen, sie reisen ein bisschen durch die Gegend, dann kommt der Chlorangriff und in dieser Zeit vergehen mehrere Monate. Die vergehen zwar natürlich auch schnell aufeinander, halt Cut, ein bisschen hiervon, Cut, nächster Monat und. Aber ich finde, das wirkte natürlicher aus dem Grund, es war ein roter Faden durch diese Wartezeit. Sie mussten warten, damit ihre Lungen und ihre Atemwege sich wieder regenerieren. Natürlich war auch hier das alles nur Mittel zum Zweck, um halt schnell Zeit vergehen zu lassen. Nochmal hier angemerkt, es ist nicht schlimm, dass sie das so machen. Ich finde es halt schade, dass wir nicht mehr bekommen können. Das ist mein einziger Kritikpunkt wahrscheinlich an der ganzen Serie. Es ist nicht schlimm, es ist nur schade. Deswegen nimmt es nicht so als Kritikpunkt von wegen, das ist schlecht, sondern es ist einfach, ich finde es schade, das hätte man schöner in mehr Folgen machen können oder von mir aus in einem Film. Weil das finde ich zum Beispiel sehr passend. Bis jetzt die ersten 2 Folgen in einem Film wären perfekt. Das wäre super gut, es wäre sehr passend, aber für eine Serie halt bisschen, ja, ihr versteht wahrscheinlich, was ich meine. Auf jeden Fall, die Zeit vergeht, sie werden gesund und reisen dann durch die Gegend. Dann treffen sie auf dieses Schiff potenziell, wo Michonne ja Ricks Klamotten gefunden hat und wo das halt herkam und alles ist verbrannt. Und erstmal hat Michonne einen kompletten Breakdown und da sagt auch Nate hier diese Übersetzung von dem Japanischen, glaube noch ein bisschen länger oder so, mehr oder weniger. Und dann kommt ein Hardcut und wir sind wie bei Episode 1 im Now. Also im Jetzt. Das ist auch wieder der größte Zeitsprung. Aber auch hier finde ich den ein bisschen besser umgesetzt irgendwie. Es passiert nicht so optisch
optisch viel krasses. Man muss natürlich sagen, wie viel Zeit ist da jetzt wirklich vergangen, wird uns hier einfach nicht gesagt. Und das ist das Redcon, von dem ich ja am Anfang meine Vorstellung von dieser Serie geredet habe. Das ist einfach dieses, wir müssen gucken, dass die Zeiten irgendwie parallel zueinander laufen. Es ist anders, es ist ziemlich schwer gemacht, das muss ich sagen. Da hat AMC ein bisschen Kacke gebaut mit ihren ganzen Zeitsprüngen, aber hey, ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall, wir sehen jetzt hier im Helikopter aus der letzten oder aus der ersten Folge, Ende der ersten Folge. Wir sehen, wie sie diese Schreipfeile losschießen. Wir sehen, wie der Helikopter abstürzt, wie die Leute da rumlaufen. Wir sehen, wie Michonne auf ihrem Rachefeldzug mehr oder weniger im Rage ist, weil sie halt auch durch das CRM ja ihre Gruppe da verloren hat. Und das ist sehr verständlich, dass sie da ein bisschen aggressiv reagiert. Teilweise sehen wir dann Flashbacks von Judith, von Rick, alle möglich. Also in dem Moment gehen ihr so viele Sachen durch den Kopf und das ist cinematisch so gut gemacht, weil sie dann am Ende zu Rick kommt und sieht, er ist es. Somit haben wir die große Zusammenführung auch schon in der zweiten Folge gesehen und relativ früh. Eine Sache noch, ich finde es lustig und es ist super genial, dass es anscheinend Ricks Schicksal gewesen wäre, seine Hand zu verlieren, haben sie hier noch besser dargestellt, indem man einfach sieht, Michons erster Schwertschlag ging ja auf seine Hand. Ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob man das in der ersten Folge gesehen hat. Kann sein. Hier sieht man es auf jeden Fall nochmal. Und das ist mein Gedanke, wie genial, hätte er seine Hand nicht selber abgehackt, wäre spätestens hier seine Hand futsch gewesen. Bedeutet, egal wie, Rick war dazu bestimmt, seine Hand zu verlieren. Und nach wie vor finde ich, das ist das perfekt umgesetzteste. Es wird nicht drauf rumgehackt, es wird nicht oft erwähnt. Michonne erwähnt es am Ende kurz mal hier wegen seiner Hand. Aber auch da, Rick, ach, das ist passiert, als ich das letzte Mal abgehauen bin oder wollte abhauen. Und dann ist das Thema schon wieder beiseite gelegt. Ich finde es so clean, wie sie das mit dieser Hand einfach passieren gelassen haben und es einfach nebenbei herläuft. Es wird nicht groß angesprochen, das Thema. Finde ich super gut gemacht. Und ja, kommen wir jetzt gerade mal kurz zu dem dicken Spoiler. Ja, Ned stirbt und ja, da ist mir direkt beim Gucken der Serie oder der Folge was aufgefallen. Und zwar, Ned und Okafor haben das gleiche Schicksal, beziehungsweise die gleiche, ich nenne es mal, Mission in der Serie. Beide Charaktere lernen wir in der Folge kennen und verlieren sie in der Folge. Und das Epische daran ist, beide Charaktere haben genau dasselbe für unsere Hauptcharaktere gemacht. Ihnen Hoffnung gegeben, ihnen gesagt, hier, es lohnt sich weiterzumachen oder ihnen mehr oder weniger den richtigen Weg gewiesen. Okafor, indem er zu Rick gesagt hat, hier, es bringt nichts abzuhauen, es bringt nichts sich umzubringen, mehr oder weniger, hier, du bist die Zukunft vom CRM, bitte versuch es. Er hat ihm Hoffnung gegeben, nicht unbedingt im Sinne von, du findest Michonne, sondern im Sinne von, es gibt noch mehr auf dieser Welt zu tun. Und Ned hat das gleiche für Michonne gemacht, nur im Sinne von, hier, du schaffst es. Du schaffst es, ihn zu finden. Und wenn du ihn nicht finden solltest, dann glaub einfach daran. Du hast noch deine Kinder, dann gehst du zurück und glaub einfach daran, dass er lebt. Beide Charaktere waren nur, wirklich nur dafür da, uns Hauptcharaktere in die richtige Richtung zu lenken. Und danach wurden sie einfach, ja, getötet. Und da das zum ähnlichen Zeitpunkt passiert, Okafor ist im Helikopter gestorben und ungefähr, sagen wir mal, 10 Minuten später hat halt Ned den Schuss durch den Bauch bekommen oder durchs Herz. Und gerade das zeigt so, sie sind sehr gut mit diesen Charakteren umgegangen. Es wird keine große Bindung aufgebaut, es wird aber auch gezeigt, okay, dafür ist der Charakter, er ist der Wegweiser für den Hauptcharakter und danach stirbt er halt. Schade um die Charaktere, denn sowohl Ned, lustiger Charakter, als auch Okafor, sehr deeper Charakter, sind cool gewesen und man hätte gerne mehr von ihnen gesehen, aber es ist nun mal eine Rick und Michonne Serie und dann müssen wir uns auch dran gewöhnen, dass dann die Nebencharaktere meistens eher unter Ball bleiben. Die Zusammenführung von Rick und Michonne war natürlich ultra episch, es war Emotion, es war alles, aber eine Sache hat mich fasziniert. Rick war direkt innerhalb von Sekunden wieder im klaren Kopf. Er hat gesagt, hier, die kommen, die werden uns finden, es bringt nichts abzuhauen, wir müssen jetzt handeln. Du bekommst mit. Du gibst einen anderen Namen, du veränderst deine Story, du lässt niemanden sehen, wer du wirklich bist. Ich werde dich jetzt mit einer Waffe bedrohen, du nimmst die Hände hoch, es muss so aussehen, als würden wir uns nicht kennen. Da kam ja auch diese Szene mit dem, nenn sie nicht Beißer, so habe ich sie genannt. Ich finde diese Szene so geil, weil es halt einfach zeigt, wie gut das CRM auch aufpassen würde. Wir sehen ja auch nachher, es wird alles aufgenommen. Sie sitzt, Michonne sitzt dann da in ihrem Verhörräumchen, sage ich mal, und vor ihr sitzen 4, 5 Leute vom CRM, die ihr Fragen stellen. Und da muss man sagen, nicht nur die schauspielerische Leistung von der Schauspielerin, sondern auch Michons schauspielerische Leistung, also Schauspielerception, war perfekt. Sie hat es so gut rübergebracht, als wäre sie eine andere Person. Auch die Tatsache mit, ich habe meine Stimme lang nicht mehr gehört, das ist sehr verwirrend. Sich in den Spiegel angucken, ich habe mich so ewig nicht mehr im Spiegel gesehen. Es ist so gut gemacht. Es ist, man kauft es ihr ab und es hat ja auch funktioniert, denn am Ende wird Michonne in CRM übernommen, beziehungsweise erstmal als, ich nenne es mal, Hiwi, also ne, so Hilfskraft, mehr oder weniger. Und da haben wir dann auch das, was ich ja schon vermisst habe und das ist dann wahrscheinlich auch das, was in Folge 3 und potenziell auch Folge 4 passieren wird. Michonne mit der CRM-Jacke im CRM bedeutet, jetzt haben wir die Action von Rick und Michonne intern vom CRM und das wird, glaube ich, noch episch. An der Stelle sei auch nochmal erwähnt, nach wie vor, das hier ist das krasseste und geilste und perfekteste Design von Rick motherfucking Grimes. Ja, ja, seine Killerjacke, cool, sein braunes T-Shirt, badass, seine rote Machete, ikonisch. Aber das hier,
das ist das, wie Rick im Prinzip perfekt aussieht. Ich will mir Rick jetzt nicht mehr im Hemd vorstellen, wie er auf der Terrasse im Schaukelstuhl sitzt und Judith auf dem Arm hat. Nein, das will ich eigentlich gar nicht, auch wenn es schön wäre. Aber das hier ist Badass Rick. Und wie gesagt, auch wie Rick bei der Sache bleibt, obwohl ihm der Kopf über den Wolken schwebt, weil er jetzt nach so langer Zeit, wir müssen weiterhin bedenken, es sind rund zwischen, sagen wir mal, zwischen 8 und 11 Jahren, die sie sich nicht mehr gesehen haben. Und es ist klar, dass die beiden irgendwie aufeinander hängen wollen. Und das ist auch ein bisschen komisch hier und da, aber nichtsdestotrotz ist es verständlich. Trotzdem behält Rick den coolen Kopf, oder den kühlen Kopf, wow, und sagt, hier, so und so läuft das jetzt ab. Wir müssen aufpassen. Es wird funktionieren, es wird schwer, aber irgendwie schaffen wir das. Und kommen wir jetzt noch ganz schnell zum epischsten Moment fast schon, muss ich sagen, weil sie das perfekt inszeniert haben. Wir sehen, wie Rick und Michonne da durch die Gegend laufen, beziehungsweise reden, dann ein kurzer Cut. Michonne guckt sich das CRM an mit den ganzen Helikoptern und zeitgleich sehen wir eine Person, die in Ricks Apartment reingeht, sich einen Whisky oder einen Scotch einschüttet und dann nachher sehen wir, wie sie auf Rick wartet und mir war im ersten Frame direkt klar, wer es ist. Und zwar, es ist Jadis. Ja, es ist ja schon klar gewesen, dass Jadis vorkommt. Ich wusste nur nicht wie, unter welcher Rolle und was überhaupt Jadis Aufgabe sein wird, aber das haben wir jetzt rausgefunden. Sie wird ein Teil Problem darstellen und auch ein Teil Bösewicht werden können. Stand dieser Folge. Wie gesagt, ich habe World Beyond nicht gesehen, da kommt sie ja auch vor und da gibt es ja auch mal kurz von wegen, sie sagt hier, ich habe jemanden verloren, der mir wichtig oder der wichtig für mich ist und da geht es wahrscheinlich auch um Rick, weil es passt von der Frisur her, passt von den Klamotten her, es passt alles. Aber hier ist Jadis so badass eingeführt worden. Ich weiß, viele mögen Jadis nicht. Ich muss auch sagen, in der Anfangszeit von The Walking Dead, wo sie da halt mit den Schrottleuten vorkam, mochte ich Jadis auch nicht. Aber je mehr sie Charakter bekommen hat, desto cooler fand ich sie tatsächlich. Und hier ist sie auf ihrem Höhepunkt, denke ich. Denn im ersten Moment ist sie als Badass da. Gefühlt sitzt sie da wie ein Detective für CRM. Ich weiß ja immer noch nicht. Ich habe, wie gesagt, World Beyond, keine Ahnung, verbessert mich oder sagt mir, was ist ihre Rolle beim CRM. Für mich wirkt sie wie so ein Detective, die alles kontrolliert, so sicherheitschefmäßig. Und sie sitzt da und redet mit Rick und Rick sagt kein Wort und dann fängt sie an, weil sie hat vorher das Tape gesehen mit Michonne drauf und sie kennt natürlich Michonne und dann merkt man schon, okay, die Stimmung könnte kippen und Jadis hat nicht unbedingt hundertprozentig was Gutes im Sinn, denn sie sagt, hier, wenn ihr abhauen solltet, ich werde alle töten lassen, die ihr kennt, auch wenn ich einige davon wirklich sehr, sehr mag. Ultra cool, diesen Charakter einfach mal so zu sehen, in diesem wirklich, wie sie ja wirklich ist und auf der gleichen Art und Weise sagt sie aber nachher hier, ich muss dir jetzt wirklich was sagen, Rick, und du hast mich oft genug fluchen gehört. So, was zum Fick machst du hier, Rick? Und da war dann schon wieder dieser Umschwung. Ist sie wirklich bad, bad? Weil sie sagt ja auch die ganze Zeit hier, ich werde nichts an die Öffentlichkeit tragen, ich werde dir nichts auf Papieren aufschreiben, das ist alles hier im Kopf. Aber hier, wenn du Scheiße baust, wird es Konsequenzen haben. Stand jetzt, finde ich, ist Jadis so auf dem Level, sie ist ein bisschen Badass, beziehungsweise Bösewicht-mäßig, weil sie noch kein so gutes Auftreten hatte, also positives Auftreten. Ich finde es aber gar nicht mal schlecht, dass dieser Ansatz von wegen, okay, am Ende wird sie vielleicht doch die sein, die Rick und Michonne zur Flucht verhilft, vielleicht ihr Leben dabei lässt. Sie wird, glaube ich, ein positives Ende nehmen. Klar, im Trailer sehen wir, wie sie eine Waffe auf jemanden richtet. Das muss aber weder Rick noch Michonne sein. Es kann auch hier Captain, ich habe seinen Namen vergessen, Terry O'Quinn, der Typ, den der spielt. Das kann ja alles noch kommen. Und ich finde es aber stand jetzt einfach geil, mit was für dicken Eiern Jadis auftritt. Und es ist so ein geiler Abschluss für diese Folge. Wie episch die zwei sich gegenüberstehen. Und man muss auch einfach bedenken, ja, auch Jadis und Rick hatten über diese Jahre wahrscheinlich Kontakt. Das bedeutet, sie sagt ja, unsere langjährige Vereinbarung. Was? Worum ging es da? Und das sind die Sachen, die uns wahrscheinlich in Folge 3 jetzt erwarten können. Ich könnte mir vorstellen, Folge 3 wird mit Jadis und Rick anfangen. Wie sie reden, wie wir vielleicht ein Flashback sehen, wie sie zueinander standen. Weil da kommt ja auch dann das her, was wir schon im Trailer gesehen haben. Rick mit der CRM-Jacke redet mit Jadis mit langen Haaren. Hier hat sie kurze Haare. Ist quasi die World Beyond Jadis. Das alles wird uns wahrscheinlich in Folge 3 erwarten. Es wird auch sehr viel Michonne muss sich beweisen Action geben, aber trotzdem so unterm Radar fliegen, dass sie halt nicht auffällt, dass sie eine krasse Kämpferin ist. Allgemein muss ich sagen, erstmal muss ich ein bisschen die Punkte von der letzten Folge korrigieren. Ich werde dieser Folge keine 6 von 10 geben, ich werde dieser Folge, also Folge 1, trotzdem nur 8 von 10 Punkten geben. Dieser Folge werde ich aber auch 8 von 10 Punkten geben. Wobei ich schon fast sagen würde, hier diese Folge, finde ich, war ein wenig natürlicher, ein bisschen organischer, hat sich irgendwie besser angefühlt. Ich denke, weil die erste Folge halt wirklich vollgestopft war, weil Ricks Story halt wirklich 5, also für uns 5 Jahre her ist. Das macht schon Sinn, dass da ein bisschen mehr Infos reingeballert wurden. Nach wie vor, mein größter Kritikpunkt oder das, was ich am schadesten finde, ist halt einfach, dass wir so wenig Zeit in dieser Serie verbringen können. Das in einem Film oder in zwei Filmen oder in einer langen Serie hätte es vielleicht besser getan. Nichtsdestotrotz, eine Top-Folge. Episch wie sonst was. Michonnes Charakter hier nochmal ein bisschen verfeinert, nochmal die kleine Prise Salz drüber gegeben.
Alle Charaktere, die gekommen und gegangen sind, super wichtig oder nicht unwichtig, sie haben alle irgendwo ihre kleine Bedeutung. Natürlich der Tod von diesen zwei, die sie gerettet, also die mich schon gerettet hat, weiß gerade hier die Namen nicht mehr, sorry, die sterben auch. Das wird ein bisschen tragischer dargestellt, als es eigentlich für den Zuschauer ist, weil wir kennen die Leute wahrscheinlich Screamtime-mäßig, ja, keine Ahnung, 5 bis 10 Minuten, deswegen war der Tod nicht so heftig. Nichtsdestotrotz für mich schon, für Ned sehr, sehr ausschlaggebend. Alles in allem eine sehr starke Folge. Ich freue mich auf Folge 3 und jetzt seid ihr gefragt. Lasst mich gerne mal in den Kommentaren wissen, wie war eure Meinung zu Folge 2? Seht ihr es ähnlich wie ich? Seht ihr es eher positiver oder vielleicht sogar noch negativer? Was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen? Gerne ab damit in die Kommentare. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn euch jetzt noch meine, wie gesagt, sehr kritische Meinung zur ersten Folge von The Ones Who Live interessiert, dann checkt gerne das Video aus. Und wenn ihr wissen wollt, was es eigentlich mit der Army in The Walking Dead auf sich hat und warum die so wenig zu sehen sind oder vielleicht so schnell überrannt wurden, dann checkt gerne dieses Video aus. Jetzt möchte ich das Video nicht noch länger strecken, als es wahrscheinlich sowieso schon ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch, wie sonst auch immer. Bis dahin bin ich aber jetzt erstmal raus. Ciao.